Dieser Ahas, liebe Schwestern und Brüder, dieser Ahas war keiner von den ganz Schlechten. Wir haben von ihm in der Lesung gehört, in der ersten. Er ist halt so ein Vollblutpolitiker. So ein Typ, dem man so schnell nichts vormachen kann. Der, wie wir sagen, mit beiden Beinen auf der Erde steht. Ja, doch, natürlich, als König von Juda mit Sitz in Jerusalem, er ist akzeptabel fromm, würden wir sagen. Er bemüht zuweilen die Begriffe, er geht den religiösen Übungen nach, aber in erster Linie ist er dann doch Politiker. Und es ist inzwischen eine schwierige Lage entstanden. Der Assyrerkönig von fern macht Anstalten, diese ganzen kleinen vorderasiatischen Reiche eines nach dem anderen zu schlucken. Was tun? In Damaskus hat man eine Idee. In Samaria hat man auch eine Idee. Israel und Syrien, die sagen, komm, wir machen einen Pakt. Wir lassen uns doch von dem nicht unterkriegen. Das wäre ja wohl noch schöner. Assyrerkönig. Ahas ist Vollblutpolitiker und denkt sich, naja, warum soll ich auf diese Einladung aus Damaskus und Samaria eingehen? Die sind früher oder später Geschichte. Ich mache es anders. Ich schließe einen Pakt mit dem Assyrerkönig. Das könnte auf lange Sicht einfach politisch opportun erscheinen. Wen Ahas nicht auf seiner Rechnung hat, das sagt ihm dann der Prophet Jesaja. Aha, interessante Bündnispartner hast du. Bitte doch von Gott ein Zeichen. Das ist jetzt aber politisch nicht opportun. Wir wollen doch nicht Gott auf die Probe stellen. Man fühlt sich fast in diesen Polit-Talk von heute versetzt. Ja, doch, glaube da, wo es ganz schön ist, so als Hintergrundgrundierung, so als sinnstiftendes Irgendwas, so in der Luft so ein bisschen. Und wenn wir das brauchen können, zapfen wir das ab. Und ansonsten atmen wir lieber so die Realitäten ein. Da sind wir doch, da wissen wir, worauf wir uns verlassen können. Also ein Zeichen von Gott, bitteschön, am Ende geht das schief aus. Ja? So wollen wir uns doch nicht, wir würden heute sagen, den Medien aussetzen. Eine schlechte Presse riskieren. Wer will ein solches Risiko eingehen? Das, was da zunächst so fromm klingt, ist ein Misstrauensantrag gegen Gott. Ich bleibe lieber bei den politischen Realitäten, die es gibt, damals wie heute. Von wegen mich auf Gott verlassen. Ein Zeichen von ihm zu erbitten. Okay, sagt der Prophet Jesaja. Gott wird dir ein Zeichen geben. Wir kennen dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, es ist uns so vertraut. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Und wir wollen jetzt unser kleines historisches Seminar über Ahas abschließen, denn es hat ja Bedeutung für uns. Der springende Punkt bei diesem prophetischen Wort ist, dass sich Exegeten seit Jahrhunderten den Kopf darüber zermartert haben, und zwar auch in den letzten 100 Jahren besonders. Wie kann denn das sein? Das ist ja zunächst ein Wort an Ahas. Das muss also im 8. Jahrhundert vor Christus dort irgendwie ja eingelöst worden sein. Aber die ganzen rauchenden Hirne, die vielen tausend bedruckten Seiten haben kein schlüssiges Ergebnis hervorgebracht. Wir kennen historisch diese Situation ganz gut, das ist ganz gut bezeugt, nicht nur in der Bibel. Aber dieses Wort, dass die Jungfrau einen Sohn empfängt und ihn gebiert und ihm den Namen Gott ist mit uns gibt, das ist wirklich ein prophetisches Wort, liebe Schwestern und Brüder. Es ist ein offenes Wort. Es ist ein Wort, das durch die Geschichte hin gesprochen hat. Ein träumender Josef kann dieses Wort wissen und verstehen. Es hilft ihm zu unterscheiden, ob er einfach in seiner Auseinandersetzung mit dieser schwierigen Situation, dass seine Verlobte, die noch bei ihren Eltern lebt, die noch nicht in seinem Haus ist, mit der er also eigentlich keinen Kontakt hat, aber die schon seine Frau ist vom Recht her,
Wie soll er mit der umgehen? Sie ist schwanger. Wo kommt denn dieses Kind hier plötzlich her? Aber Josef, so sagt uns die Bibel, ist ein Tzaddik. Er ist ein Gerechter, der mit der Tora, mit der Weisung Gottes nicht nur umgeht, sie nicht nur den Realitäten anpasst, wie das ein Ahas tut, sondern der sie durchwandert, wie das im ersten Psalm beschrieben ist. Selig der Mann, der ist gerecht, der Mensch, der Tag und Nacht über die Weisung des Herrn nachdenkt und sie übersetzt in die Realitäten seines Lebens, in die Schwierigkeiten wie in die schönen Seiten. So einer ist Josef. Und er kennt dieses Wort aus Jesaja und es hilft ihm zu erkennen, wer da zu ihm gesprochen hat. Es ist einfach nur eine Wunschvorstellung, ein netter Traum, Happy-End-Traum. Oder ist es eine Botschaft Gottes, die an ihn ergeht, von diesem Engel? Sich nicht zu fürchten, diese schwangere Frau zu sich zu nehmen, dass hier Gott selber am Werk ist. Dieses offene Wort des Jesaja aus dem 8. Jahrhundert spricht in eine konkrete Situation hinein. Und dieses Kind bekommt nicht einfach den Namen Immanuel, weil sie erfahren, er ist der Immanuel. Ich bin nicht ganz sicher, ob die neue Einheitsübersetzung, die endlich seit gestern auch im Buchhandel angekündigt wurde, seit Monaten, sondern war ja für den Nikolaustag versprochen, dann hat sich das immer noch verzögert, aber jetzt ist sie wirklich endlich da, man kann sie wirklich kaufen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Alttestamentler und Neutestamentler mit ihrer Entscheidung, dieses Wort jetzt anders zu übersetzen, sich wirklich einen Gefallen getan haben, denn ein bisschen hat das den Neuheitscharm einer exhumierten Leiche. Wenn dieses Jesaja-Wort dann plötzlich heißt, seht, die Jungfrau hat empfangen. Sprachlich gibt der Text das her, aber sprachlich gibt der Text auch das her, was wir vertraut sind zu hören. Und nicht nur ein Josef im Evangelium, nicht nur alle um Josef herum, die ganze Kirche. Seit der frühesten Zeit hat dieses Wort genauso gehört und verstanden, wird und hat die Erfüllung in Christus gesehen, worauf diese Prophetie zuläuft. Ja, man kann vom streng wissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Standpunkt sagen, diese Übersetzung ist nicht zwingend und dieses Verstehen schon gar nicht. Ja, es ist wahr. Vielleicht muss man dazu in der Art des träumenden Josef sein. Man muss, um es so zu verstehen, damit sich dieses Wort wirklich öffnet, damit wir es nicht im historischen Ghetto des 8. vorchristlichen Jahrhunderts in einen vorderasiatischen politischen, in ein Politspiel einordnen und in ein solches Ghetto einschließen. Vielleicht muss man mit dem Wort nicht nur wissenschaftlich umgehen, sondern wie Josef, wie ein Tzaddik. Man muss dieses Wort im Herzen bewegen. Man muss es im Glauben annehmen. Man muss es erwägen und hinein übersetzen, weniger in Textzeilen eines Buches als vielmehr in sein Leben. Denn das ist es, liebe Schwestern und Brüder, was Gott tut. Er bietet uns seine Übersetzung an für dieses Geschehen, für dieses prophetische Wort, für den Namen Immanuel. Seine endgültige Übersetzung heißt Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Und wir schicken uns an, das an Weihnachten zu feiern. Es liegt an uns, ob uns diese gültige Übersetzung Gottes erreichen kann.